Muss ich rumpusten und stöhnen, um intensiv zu trainieren? Brauche ich Intensität für ein erfolgreiches Training? Ist Intensität leidenschaftlich? Muss ich was beachten, wenn ich denn intensiv trainiere? Ist es wichtig, intensiv zu sein? Ohne Intensität ein Pump? Hallo? Hallihallo, wir sind wieder unterwegs für euch. Genau. In Bochum heute, wieder. Genau, weil es uns so gut gefällt, sind wir wieder in diesem wunderschönen Park, Industriepark. Genau, in dem wunderschönen Industriepark an der Jahrhunderthalle in Bochum. Heute geht es um ein ganz spezielles Thema und zwar... Um Intensität. Genau. Ja, was meinen wir denn mit Intensität? Genau, was ist denn Intensität? Es gibt Menschen, die sind von Natur aus intensiv, leidenschaftlich. Und jemand, der intensiv ist, der macht das, was er gerne macht oder was er macht oder fühlt oder durchlebt, macht er mit Leidenschaft intensiv. Ganz genau, um das auf Training zu münzen. Jemand, der intensiv ist, der Training liebt, der geht ins Gym, macht sein Ding, trainiert, reißt alles ab, hat Spaß, hat einen Megapump, geht wieder nach Hause, Thema erledigt. Anderes Beispiel. So sieht's aus. Lauch. Ja. Ein Lauch geht ins Gym, macht erstmal ein Riesenfummeln, ein Riesenprozedere. Kalkuliert erstmal, recherchiert. Genau, baut alles auf, eine Stoppuhr und Kniebandagen und weiß ich nicht, was die alles für Kram immer mitbringen. Und Sicherheitsvorkehrungen. Genau, Sicherheitsvorkehrungen und macht sich dann im Satz auch noch verrückt. Ja, jemand, der intensiv mit Leidenschaft trainiert, der wird auch einen Pump bekommen. Ganz genau. Und der bekommt auch die Gains. Genau, er wird also ein Ergebnis erzielen. Ja? Beispiel, ein Mädel geht ins Gym, macht 5 Sätze Kniebeugen und macht sich einfach nur leer und kaputt und verschwendet sozusagen ihre Energie. Dann kommt ein anderes Mädel, macht 5 Sätze Kniebeugen und macht das mit Intensität. Wer wird hinterher ein Booty und Beine haben? Ich glaube, das wissen wir alle. Müssen wir nicht beantworten, oder? Wie ist es denn mit den Menschen, die jetzt nicht von Haus aus so gepolt sind, so leidenschaftlich? Kann man das erlernen, intensiv zu sein? Ja, Intensität ist eine Sache der Einstellung. Ja, wenn jemand etwas gefunden hat, was ihm wirklich am Herz liegt, was ihm wirklich Spaß macht, wie jetzt zum Beispiel ein Künstler, der hat einen riesigen Stein vor sich und möchte eine Skulptur da rausholen, dann wird er das intensiv machen, weil er hat eine gewisse Vorstellung davon. Ein Künstler denkt in Bildern, ja, genau wie ein Sportler. Und ein Sportler denkt auch in Bildern. Was möchte ich erreichen? Und der macht halt kein Fummel. Der rechnet nicht erst aus, wo muss ich jetzt genau meißeln, damit das und das aus dem Stein rauskommt. Genau das kann man auf den Sport ummünzen. Wie gesagt, wie wir am Anfang schon gesagt haben, einfach machen. Und sobald man irgendwas gefunden hat, was einem wirklich Spaß macht und was man wirklich mit Leidenschaft tut und richtig into it ist, dann wird man spätestens lernen, intensiv zu sein. Die Leute, die im Studio zwischen jedem Satz nachdenken und vom Alltag an die Beziehung, an die Küche, an den Haushalt, an die Arbeit, an alles Mögliche denken und abgelenkt sind und nicht wirklich trainieren. Und also die nicht wirklich beim Training sind. Ja, ich weiß, was du meinst. Du meinst halt, ja, Leute sitzen da, genau, machen ihren Satz, bla 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 und denken schon, sind schon wieder ganz woanders im Kopf. Genau das meinte ich. Dann, da werden Leute halt, die Trainierenden sind halt, ja, die denken an alles, nur eben nicht an das, was wichtig ist, beziehungsweise sind nicht mit dem Kopf dabei, sind nicht mit dem Herz dabei, sind nicht mit Intensität dabei. Also von daher, ja, dann kann es auch nichts werden. Die werden definitiv keinen Pump bekommen. Die haben definitiv auch keinen Spaß an der Sache. Genau das ist das Problem. Jemand, der halt während des Satzes nicht bei der Sache ist, der wird langfristig auch keinen Erfolg haben, weil er eben nicht bei der Sache ist, weil er nicht intuit ist, weil er nicht leidenschaftlich ist. Und es ist solche Menschen, die schaffen es auch nicht mal eine Stunde in der Woche, sich darum zu kümmern, sich das zu machen, sich intensiv im Gym zu bewegen, obwohl sie das ja eigentlich wollen. Also bedeutet das, im Umkehrschluss, für die ist das halt so eine Art Pflichtprogramm, was sie halt machen, weil sie irgendein Ergebnis erzielen möchten, aber das funktioniert nicht so. Genau, weil es ist so, wenn du das machst, wenn du im Gym bist, weil es dir gefällt, weil dir das Gefühl Spaß macht, weil du voll dabei bist, dann hast du eben wiederum, wir müssen es leider immer wieder 1000 Mal erwähnen, diesen Pump. Und den kriegst du nur, wenn du mit Leidenschaft dabei bist. Und dann macht es dir auch Spaß, dann bleibst du lange am Ball, dann erreichst du deine Ziele und so weiter und so fort. Und das geht nicht. Wenn es dir keinen Spaß macht im Gym, kannst du ja eh gleich bleiben lassen. So sieht's aus. Im Studio, das kennt man ja als Studiobesucher und ich als Ex-Studiobesucherin, da gibt es ja
wirklich unheimlich viele Stöhngeräusche, Schwitzen, Stöhnen, Schreien. Oh, und er freut sich. Ja, oh, ich zieh mit. Da könnte man noch meinen, dass die richtig hammerhart, extrem intensiv trainieren. Oder nicht? Ja, das könnte man meinen. Aber nur weil ein Kerl im Studio stöhnt und prustet und die Backen aufbläst, hat er noch lange nicht intensiv trainiert. Ah. Im Gegenteil, ja, der lenkt sich ja dadurch ab. Da ist ja in seinen Geräuschen und meint vielleicht jetzt, dass er intensiv trainiert. Aber natürlich ist es nicht der Fall. Wenn ich doch jetzt zum Beispiel 10 Sätze mache und total mich wirklich verausgaben, fix und fertig bin und total im Eimer, mein Rücken tut weh und die Beine tun weh und meine Füße tun weh, mein Kopf tut weh, mein Nacken und keine Luft mehr bekommen, das ist so. Ist das intensiv trainiert? Von hier aus, ich sehe ja jetzt nicht, wie du meinst, wie du das machst, aber von hier aus würde ich sagen, es ist reine Energieverschwendung. Es ist halt immer alles eine Sache von Ursache und Wirkung. Ja, mal so zum Beispiel, man kann sich 1 Stunde in die Sonne legen, davon wird man braun. Man kann sich 10 Stunden in die Sonne legen und man verbrennt. Ja, oder man kann halt 1 Bier trinken und man ist lustig. Oder man trinkt 10 Bier und man kotzt. Ein Bekannter von mir gesagt, ein alkoholisches Getränk macht den Abend aus zwischen Kotzen und ich nehme die Frau mit nach Hause oder so ähnlich. So ist es. Dr. House hat immer gesagt, eine Schlampe ist so lange sexy, bis sie mir auf die Füße kotzt. Da ist was Wahres dran. Dr. House ist eine coole Sendung. Kennt ihr die? Ich hab's leider nie geguckt. Schade, ne? Bei Netflix war es dann schon weg, als ich so weit war. Intensität ist halt eine Sache der Einstellung. Wie beim Sex. Ja? Wie beim Sex, ne? Ganz genau. Da müsst ihr euch auch nicht zwingen oder aufraffen. Und, also wenn es so ist, dann sorry. Tut mir jetzt leid. Aber normalerweise nein, weil ihr macht es ja gerne, ihr habt Spaß dabei. Ihr bekommt für jede Anstrengung, in Anführungsstrichen intensive Anstrengung, auch eine intensive Belohnung. Nicht wahr? Und wenn nicht, dann sind wir beim ersten Punkt, was wir vorhin schon gesagt haben, oder beim gleichen, beim Kern der Sache. Dann haben wir die gleiche Situation wie auch im Gym. Genau, man fühlt sich zu irgendeiner Sache gezwungen, obwohl man es vielleicht gar nicht will. Dann kann man es nicht mit Leidenschaft und schon gar nicht intensiv erleben. Nee, und was sehr schade ist, wie auch in diesem Punkt dann. Ganz genau. Ganz, ganz schlecht. Ja, nochmal Thema Leidenschaft. Das böse Wort Lauch, also ein Lauch, ja, der ist naiv, faul und feige. Ja. Und er hat leider Gottes Angst. Er hat Angst vor Sex, er hat Angst vor Frauen, er hat Angst vor Versagen. Er ist ein versagensängstlicher Mensch. Er hat Angst vor seinem Glück vor allem. Genau, er hat Angst vor Pump, er hat Angst vor Intensität, vor Leidenschaft, vor Anstrengung. Er hat Angst vor Sex, er hat Angst vor Frauen. Und das hemmt ihn halt in allen Sachen, tut uns sehr leid, aber leider ist es nun mal so. Seid kein Lauch. Sei kein Lauch. Seid kein Lauch. Und wenn ich denn wirklich intensiv trainiere, wenn ich ein intensiv Trainierender bin, was dann? Wer intensiv trainiert, der muss sein Training auf jeden Fall planen. Ja? Also Intensität bedeutet gleichzeitig auch Trainingsplanung, weil man ja mit seiner Energie haushalten muss. Und deshalb fängt man halt erstmal mit einem Satz nur an. Man fängt halt erstmal klein an, wenn man intensiv trainiert, um überhaupt zu lernen, in dem einen Satz schon Intensität reinzulegen. Und steigern kann man es ja dann immer noch. Hört sich für mich sehr vernünftig an. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Zusehen. Genau, vielen, vielen Dank. Wir hoffen, ihr konntet etwas mitnehmen. Ihr habt mal wieder etwas gelernt. Genau. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Es ist bestimmt nicht das letzte Mal, dass wir über Intensität sprechen. Wer noch Fragen hat, bitte schreibt in die Kommentare. Lasst uns ein Like da. Wir freuen uns über Likes und Kommentare. Abonniert unseren Kanal vor allem. Nein, abonniert unseren Kanal. Stellt uns ruhig Fragen. Vielen Dank und wir sehen uns an selber Stelle schnell wieder. Bis bald.